Nach diesem Video wirst du die besten Vorbereitungstipps für das Englischabitur 2019 haben. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Für dich steht das Englischabitur an und hier kommen von deinem Abiturcoach die besten Tipps, wie du das bestmöglich bestreitest. Erstens, lerne die Themen ernsthaft. In anderen Lernfächern oder in anderen, also in klassischen Lernfächern, denkt man halt, okay, es geht ja um die Inhalte, also muss ich die auch richtig gut lernen. In Englisch haben viele sogenannten, es geht ja hauptsächlich um das Englische, also wie gut ich Englisch sprechen kann, und das wird dann benotet. Aber das stimmt ja überhaupt nicht, ja. Inhalt und Sprache zählen ungefähr 50-50 oder eben 40-60%, je nachdem, wie das bei euch bewertet wird. Und da ist einfach super wichtig zu verstehen, die Inhalte sind sehr wichtig. Also geht da nicht ran wie, oh ja, ich lese mir das ein paar Mal durch, damit ich zumindest die Aufgaben beantworten kann, um dann aber zu zeigen, wie gut ich Englisch sprechen kann, sondern nehm diese Themen, egal wie simpel die auch wirken, versucht die richtig gut drauf zu haben, weil da kommen Fragen dazu, da kommen Interpretationen dazu und jede einzelne Information von diesen Themen ist genauso wichtig wie in jedem anderen Fach auch. Zweitens, Lerngruppen. Ich persönlich bin ein ganz großer Feind von Lerngruppen, zumindest in fast allen anderen Fächern. Aber in Englisch macht es meiner Meinung nach Sinn. Ihr sollt euch nicht gemeinsam was erarbeiten, weil das ist niemals produktiv. Aber ihr sollt, gerade wenn es zum Beispiel um die mündliche Englischprüfung geht, miteinander sprechen. Das macht so viel aus. Also bitte, bitte, bitte macht das. Weil ihr könnt dann zum Beispiel auch diese eher einfacheren Themen in Englisch sehr gut miteinander besprechen, diskutieren, interpretieren, Argumente hin und her werfen und können so sowohl auch mündlich für schriftliche Abitur sehr, sehr gut üben. Drittens, löse dein Standardproblem. Eine Sache, die ich immer öfter feststelle im Coaching mit unseren Coaching-Programm-Teilnehmern aus dem Traumabitur-Coaching, ist, dass man eigentlich immer wieder die gleichen Fehler macht, aber sie nie wirklich verändert, weil das nie mal jemand von außen gesagt hat. Und deswegen möchte ich das jetzt an dieser Stelle für euch alle tun. Schau dir bitte unbedingt mal in Englisch an, welche Fehler machst du eigentlich die ganze Zeit? Ja, also wenn du zum Beispiel immer mit Past Tense irgendwie Probleme hast, dann schau dir das einmal an. Ich weiß, dass das in der Oberstufe nicht mehr explizit behandelt wird, aber genau deswegen musst du für dich selbst erkennen, dass du dann ein Problem hast und dann das nochmal extra nachschauen. Wenn du merkst, du machst irgendwelche False Friends Fehler, dann schau das explizit nach. Wenn du merkst, du weißt eigentlich gar nicht genau die Operatoren im Englischen, schau die nach. Guck einfach, dass du die Fehler, die du sonst in der Oberstufe in Englisch immer gemacht hast, jetzt im Abitur nicht machst. Das ist so entscheidend. Viertens, kenne die Bestandteile der Prüfung. Das ist so wichtig, dass du wirklich verstehst, was wird in der Prüfung gefragt. Denn in Englisch ist es oft fast wie so ein kleines Puzzle, ja, wie so ein Mosaik, weil das sind ganz viele verschiedene Bestandteile, über die ich persönlich zum Beispiel überrascht war. Also bei uns in Bayern ist zum Beispiel einfach am Anfang Hörverstehen, wo ich dachte, warum ist ein Hörverstehen dabei? Oder auch zum Beispiel eine Cartoon-Interpretation. Auf der anderen Seite brauchst du vielleicht ein Essay oder du brauchst den Essay gar nicht. Ja? Und du musst dir einfach klar werden, was wird in der englischen Prüfung abgefragt. Weil super viele lernen halt dann alles, was wir bisher in Englisch in den 2 Jahren gemacht haben, obwohl du 40% davon gar nicht bräuchtest. Deswegen werd dir klar darüber, was muss ich lernen, und dann lern bitte auch jedes einzelne Element davon. Also sag nicht, oh, Hörverstehen, ich habe keinen CD-Recorder daheim, dann kann ich das ja nicht üben. Doch, kannst du. Schau dir unbedingt hier rechts oben mein Video zur englischen mündlichen Prüfung. Da habe ich sogar eine Webseite verlinkt, wo du genau das machen kannst. Deswegen bitte schau dir unbedingt dieses Video an. Es gibt keine Ausrede, irgendeinen Bestandteil nicht lernen zu können. Und zu guter Letzt, fünftens, mein absoluter Lieblingstipp, wenn es ums Thema Sprachenlernen geht, ist: schwimme in der Sprache. Das habe ich schon in einigen anderen Videos auch gesagt. Es ist nämlich einfach das Wichtigste. Das bedeutet, lese englische Dinge, schau dir englische Serien an, hör englische Podcasts, mach dir Notizen noch auf Englisch, versuch auf Englisch zu denken, für Selbstgespräche mit dir selbst auf Englisch, und im Idealfall in der Endstufe träumst du sogar auf Englisch, denn was dann passieren wird, du bist so sicher drin in dem Fach, dass dann der Fakt, dass du es auf Englisch schreiben musst, worauf es auch Punkte gibt, dir total leicht fallen wird und du automatisch die Hälfte der Punkte schon nahezu vollkommen sicher hast. Deswegen bitte nutzt das unbedingt. Versuch dich so stark wie möglich in die Sprache reinzuwerfen und dann wirst du auch maximalen Erfolg haben. Wo du dich auch maximal reinwerfen kannst, um maximalen Erfolg zu haben, ist natürlich unser Traumabitur-Coaching. Das ist ein extra Coaching-Programm, was ich entwickelt habe, um Oberstufenschüler möglichst simpel und gleichzeitig möglichst effektiv zu ihrem Traumabiturschnitt zu bringen, ohne dass sie dabei Stress, Druck oder Angst haben. Und deswegen, wenn du da Interesse daran hast und dir das einfach mal anhören möchtest, einfach unter diesem Video, der allerletzte Link in der Beschreibung, einfach draufklicken, dann kannst du da ein paar Sachen ausfüllen, dann wird sich jemand aus meinem Team bei dir persönlich melden, schauen, hey, wie geht's dir, wo möchtest du hin, wo sind deine Probleme, können wir dir helfen, und wenn ja, werden wir beide mal persönlich miteinander sprechen und dann eben auch schauen,
ob du mich als deinen persönlichen Coach bekommst. Deswegen einfach unten eintragen und ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir bald hören uns im nächsten Video. Dein Leo. I wanna know, what the fuck is a team?